Ja, und dann rudern wir zurück. Ja, aber es ist tatsächlich, also tatsächlich geht es immer darum, eben halt den freien Willen immer zu wahren und dem anderen auch die Möglichkeit zu geben. Und dafür sind auch manchmal auch Menschen in unserem Feld, die uns auch Dinge eben halt spiegeln, wie wir sie nicht haben wollen, wie sie nicht gut für uns sind. Und ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist. Ja, absolut. Es gibt ja die Dr. Sue Morta, die spricht immer von einer Bus-Stop-Conversation. Das heißt, dass sich die Seelen so an der Bushaltestelle sozusagen verabreden, beziehungsweise sie treffen sich dort und dort verabreden sie sich dann so, dass es auch heißt, so, ich brauche meine Vergebungserfahrung und ich brauche meine Schulderfahrung, sprich, dass auch auf irdischer Ebene dann ganz tragische Dinge dort schon verabredet werden, ne? Absolut, ja, natürlich, weil ich meine, wodurch lernen wir denn am meisten? Ne? Also ich sag mal, über die nur positiven Dinge lernen wir nicht. Wir bekommen immer Seelen zur Seite gestellt, die uns eben halt in irgendeiner Form unterstützen. Und wir bekommen natürlich die Seelen, und das ist eigentlich das Spannende, dass die Seelen, die uns den größten Schmerz bereiten, dass das in der Regel die Seelen sind, die wir am meisten lieben. Ja, die uns eben halt, ja, tatsächlich ist es auch ist ein gutes Bild auch, ne, mit der Bushaltestelle, wo wir quasi an der Haltestelle stehen, wo immer genau der Richtige gerade vorbeikommt. Tatsächlich ist das so. Auf unserem Weg finden wir immer wieder Menschen, die uns ein Stückchen weitertragen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful World Healing, dem Podcast, bei dem es um die Themen rund um das Leben, Gesundheit und vor allen Dingen auch Leichtigkeit im Leben geht. Ich bin Imke Hausner, die Frau hinter Mindful World Healing. Ich bin Apothekerin, Heilpraktikerin, Coach und Medium. Und freue mich riesig darüber, dass du dir die Zeit nimmst, diesen Podcast entweder anzuschauen oder anzuhören. In diesem Podcast spreche ich wieder mit der wundervollen Bettina Sowirode. Wir sprechen über die verschiedensten Themen rund um die Seele, würde ich mal so sagen. Woher wir kommen, wohin wir gehen, weshalb wir zum Beispiel verschiedene Körper wählen, wenn wir immer wieder inkarnieren und nicht immer wieder in demselben oder auch gleichen Körper inkarnieren. Wir sprechen darüber, was die Aura ist, wer wir eigentlich sind und dass der Tod nur eine Art Übergang ist. Wir sprechen auch darüber, was es bedeutet, wenn ein Mensch vor seiner eigentlichen Zeit stirbt. Ich finde es ganz wundervoll, dass Bettina mit uns auch ihre Art des Vergebens und Verzeihens teilt und uns auch daran teilhaben lässt, dass sie für sich erfahren durfte, wie Gott aussieht. Es ist wieder ein Podcast geworden, der sehr tief geht, der zum Nachdenken anregt. Und ich möchte jetzt gar nicht weiter erzählen, über was wir sprechen, sondern dich selber zuhören lassen. Und so wünsche ich dir jetzt ganz viele neue Erkenntnisse und viel Freude beim Zuhören. Ich freue mich so sehr, dass ich heute die wundervolle Bettina Sowirode zum zweiten Mal in meinem Podcast habe. Und wir haben uns für heute auch wieder ein ganz wundervolles Thema, ein sehr spannendes Thema vorgenommen. Und für diejenigen, die Bettina jetzt noch nicht kennen, erzähle ich kurz ein bisschen was über Bettina. Bettina ist ein natürliches Medium. Sie ist spiritueller Coach, Buchautorin und spirituelle Lehrerin. Das Buch, was sie geschrieben hat, ist ein ganz wundervolles Buch. Es heißt Von Libellen, Schmetterlingen und dem Tanz auf dem Regenbogen, Jenseits Botschaften von Kindern. Ich habe es auch und es ist wirklich eine Herzensempfehlung, sich das Buch mal anzuschauen und zu lesen. Wenn du über Bettina schon ein bisschen mehr hören möchtest, kannst du dir gerne den Podcast Nummer 16 von mir anhören, denn Bettina und ich haben ja schon mal einen Podcast aufgenommen. Da erzählt Bettina sehr viel über sich, über ihre mediale Arbeit, über ihre medialen Fähigkeiten und es ist sehr, sehr spannend, was sie da schon erzählt. Und heute, liebe Bettina, geht es um die Seele. Aber erstmal herzlich willkommen, dass du zum zweiten Mal dir die Zeit nimmst, mit mir in meinem Podcast zu sprechen. Ja, vielen Dank, dass wir diesen Podcast machen dürfen, weil das ist auch eines meiner Herzensthemen. Immer dann, wenn es um die Seele geht, woher wir kommen, wohin wir gehen. Ich glaube, das ist die zentrale Frage, die uns in unserem Leben eigentlich immer und immer wieder beschäftigt.
Ja, aber woher kommen wir eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Also sind wir immer nur gut oder sind wir immer nur böse? Wir sind auf der Erde, wenn wir hier, wir leben hier in diesem Spannungsfeld von positiv und negativ, von Yin und Yang, von Schwarz und Weiß. Aber wer sind wir tatsächlich? Und ich glaube, wenn man alles runterbricht, dann verstehen wir, dass wir eigentlich Licht sind. Und nicht nur das, wir sind göttliches Licht. Also jeder einzelne von uns trägt diesen Funken Göttlichkeit in sich. Und ich glaube, dieser Funken Göttlichkeit, den nennt man Seele. Es gibt keine Seele, die zutiefst böse ist. Also jeder Mensch hat auch, und auch der schlimmste, boshafteste, gemeinste Mensch hat etwas Schönes, hat eine Schönheit in sich, und weil jede Seele göttlich ist. Und wenn es noch so ein krummeliger Mensch ist, und ich glaube, das ist das, was ich auch in den Menschen meistens wahrnehme. Ich nehme eigentlich immer die schönen Seiten in den Menschen wahr. Und egal wie, ja, ich sag mal, auch wenn sie mir eben halt vielleicht manchmal nicht so freundlich begegnen, ich denke mal, das ist dann meine Aufgabe, damit umzugehen, wie ich eben halt mit diesen Menschen umgehe, wie ich einfach lernen darf, ja, Menschen auch so anzunehmen, wie sie sind. Aber woher kommt die Seele überhaupt? Das, ich glaube, das ist so die zentrale Frage. Wenn wir uns Gott mal nicht als alten Mann mit Rauschebart vorstellen oder als einen Rächer und Richter mit einem flammenden Schwert, sondern wenn wir einfach mal dem folgen, was ich erleben durfte. Und das war etwas ganz, ganz Besonderes. Ich habe meinen Geistführer, wir werden hier alle auf der Erde von begleitet von einem Team von Lehrern, die von einer höheren Bewusstseinsebene stammen, und die nennen wir Geistführer. Und diese Geistführer begleiten uns durch sämtliche Inkarnationen hindurch. Sie tragen uns von Bewusstseinsstufe zu Bewusstseinsstufe, bis wir eben halt selbst auch bereit sind, eben halt anderen auf ihrem Weg zu helfen, in welcher Form auch immer. Aber mein Geistführer, der weiß eben halt, wie nervig ich bin. Ich gehe den Dingen immer auf den Grund. Und er sagt dann immer, du bist Mensch und jetzt in der Inkarnation verstehst du es nicht. Wenn du hier auf unserer Ebene bist, zwischen den Leben, dann weißt du diese Dinge. Und ich sage, ja, aber ich möchte es hier verstehen. Ich möchte wissen, wie sieht Gott aus? Wer ist Gott und wie sieht Gott aus? Und das war so eine zentrale Frage über so viele Jahrzehnte in meinem Leben. Und ich habe dann irgendwann für mich die Antwort eben halt erhalten, wie Gott aussieht. Und es war, wie gesagt, das ist jetzt nur das, was ich erfahren habe. Das ist jetzt nicht, was ich jetzt irgendjemand bekehren möchte oder sagen möchte, dass ich jetzt das Recht auf die alleinige Wahrheit habe. Ich kann nur das sagen, was ich selbst persönlich erlebt habe. Und das war eben halt meine Gotterfahrung. Und das war so wunderschön. Das also sah aus wie eine Art Supernova, wirklich in unglaublich vielen Farben, es war ein Klang dabei und man fühlte sich wie angezogen. Also ich wollte eigentlich ganz nah herangehen, aber mein Geistführer hat mich nicht gelassen. Weil er hat gesagt, je näher du herangehst, umso mehr vergisst du, wer du bist, woher du kommst. Und du fängst an und tanzt mit in dieser Schwingung und löst dich auf in diesem, ja, und wirst zu dem Licht, das du eigentlich bist. Und das, was ich auch sehen konnte, und das hat mich ein wenig verwirrt, das waren quasi ja wie Lichtfunken, die sich quasi aus dieser Art von Supernova, aus dieser Energie immer wieder gelöst haben. Wie so, ja, ich weiß nicht, ein bisschen wie Feuerwerk, wie eine Wunderkerze, diese kleinen versprengten Funken. Und ich habe gefragt, Lehrer, was ist das? Weil mein Geistführer ist Lehrer, hat keinen Namen, er war nie auf der Erde inkarniert. Und er sagte, das sind neue Seelen. Das ist neue Form von Göttlichkeit, die wir eben halt, die zur Erde hinabsteigt, durch sämtliche Ebenen hindurch und dann langsam wieder aufsteigt, um wieder Gott zu werden. Es ist ein Kreislauf und es unterliegt alles dem göttlichen Prinzip des Werdens und Vergehens. So ist das Universum aufgebaut, aber auch so ist jede noch so kleine Zelle aufgebaut in der Grobstofflichkeit, und das ist aber auch in der Unendlichkeit. Es ist tatsächlich ein göttliches Prinzip, nach dem
ja, alles im Grunde genommen wird und wieder vergeht und in einen Kreislauf eintritt. Aber das, was eben halt wirklich unendlich ist, das ist die Seele. Und die ist unkaputtbar. Deshalb brauchen wir auch gar keine Angst vor dem Tod zu haben, weil das, was dann beginnt, ist dann quasi erstmal eine Wiederaufarbeitung. Und ja, dass wir dann auch ein bisschen Zeit auch bekommen, um uns dann mit unseren Seelenfamilie, mit den Seelen wiederzutreffen auf einer höheren Ebene. Also nicht mehr auf der Erde, sondern in einem, ja, astralen Feld, in einer Parallelwelt, sag ich mal. Und von da können wir dann auch wieder quasi dann wieder in neue, ja, Abenteuer hineintauchen. Ja, und das ist, Tod ist eigentlich nur ein Übergang. Da Wir hast du machen jetzt uns gerade, das oft so schwer. ja, es ist dadurch, dass wir ja so wenig wissen, ne? Du hast ja gerade schon gesagt, wir vergessen das alles. Es ist natürlich so dieses ganz große Unbekannte und das macht uns in der Regel ja Angst, das, was wir nicht kennen. Ich muss allerdings sagen, seitdem ich bei dir in der Ausbildung bin, hat sich mein Verhältnis, meine Sichtweise komplett geändert. Meine Angst ist gegangen und ich gucke da jetzt auch ganz anders drauf. Du hast ja gerade schon gesagt, wir gehen dann wieder zurück, wir treffen unsere Lieben wieder, die wir hier auf der Erde im Leben hatten, und dann gehen wir unter Umständen wieder zurück. Jetzt nach dem letzten Podcast hat mich zum Beispiel eine Frage erreicht, die ich auch sehr spannend finde. Und zwar, wenn wir jetzt jemanden verlieren und wir würden gerne zum Beispiel mit dem in Kontakt treten über einen Jenseitskontakt, dann kam die Frage, wenn der jetzt schon wieder reinkarniert ist, kann ich ja gar nicht mehr mit dem kommunizieren. Ne, das fand ich sehr, sehr spannend. Ich habe auch eine Antwort gegeben, aber ich würde deine Antwort jetzt gerne dazu hören. Ja, das ist eine Standardfrage. Und das ist sehr, sehr menschlich gedacht. Wir denken in Hierarchien, wir haben Schubladendenken. Ja, wir meinen, wir können alles in kleine Kästchen verpacken und dann, ja, und können das alles dann quasi, ja, so einfach erklären. Aber so einfach ist das nicht. Wenn wir quasi inkarnieren, dann ist es so, dass ein Teil von uns inkarniert. Im Grunde genommen inkarniert nur quasi wie eine Facette. Und es ist wie, ja, bleiben wir doch mal bei dem Bild mit der Wunderkerze. Ja, es sind immer wieder neue Funken, die kommen. Ja, die Wunderkerze brennt ab. Aber in dem Fall brennt nichts ab, sondern diese Funken existieren eben halt weiter und bilden quasi, wenn dieser Funke quasi, der eine Persönlichkeit, einen Körper hier auf der Erde hat, der sich hier mit einem Körper verbunden hat, wenn dieser Funke heimkehrt, dann sind in der Zwischenzeit schon ganz, ganz viele andere Funken quasi unterwegs. Es gibt dort keine Zeit. Das heißt, also wenn ich jetzt von einer großen Seele ausgehe, Ja. ne, dann bin ich gerade vielleicht auf dem einen Weg und ein anderer Teil ist schon auf dem anderen Weg. Ja, alle Inkarnationen laufen mehr oder weniger gleichzeitig ab. Und zum Beispiel, wenn ein Mensch vor der Zeit eigentlich stirbt, dann kann es durchaus sein, dass die Lebensaufgabe, die dieser Mensch hatte, in einer der anderen Inkarnationen quasi schon bearbeitet worden ist. So, und ja, und das, also das, worüber wir sprechen, ja, dieser große Kristall mit den vielen Facetten, das ist unsere Überseele, unser höheres Selbst. Zu diesem höheren Selbst sind wir quasi, wir haben quasi wie eine Verbindung, wir haben quasi wie eine Antenne, die also quasi mit unserem höheren Selbst verbunden ist. Im Grunde genommen wissen wir alles. Wir wissen jede Inkarnation, die jemals abgelaufen ist und auch in Zukunft kommen wird. Ja, also wir folgen alle einem Plan, aber es ist für uns als Menschen so schwer begreifbar, dass da quasi wie eine Art Mantel des Vergessens drüber gedeckt wird. Ja, und deshalb ist uns dieses Wissen, einfach weil es uns zu sehr beeinflussen würde und wir würden auch dann gewisse Erfahrungen auch nicht mehr mit Ernsthaftigkeit durchleben. Klar. Ja, und ich meine gerade diese Sachen wie Trauer, Tod, Wut, Hass. Ja, das sind Emotionen, die können wir quasi in unserer Seelenheimat, können wir die nicht empfinden, weil da sind wir wieder göttliches Ich und da ist Fröhlichkeit, Spaß, Liebe, Freude, Glückseligkeit, Frieden, Harmonie, totales Gleichgewicht. Ja. Ja, und wir sind freundlich als Seelen untereinander, miteinander.
Und das ist etwas, was wir hier auf der Erde so nicht halten können, weil wir hier eben halt in diesem Spannungsfeld von, ja, von Gut und Böse, Schwarz und Weiß, Yin und Yang eben halt leben. Und nochmal zurückkommt auf die Frage. Es wird verständlich, warum wir zu der Seele jederzeit auch in Kontakt treten können, wenn wir uns nochmal bewusst machen, dass es nicht nur dieses höhere Selbst gibt, sondern dass jeder einzelne Körper noch aus 7 unterschiedlichen Seelenkörpern besteht. Jeder Seelenkörper hat seine Berechtigung. Einer der Seelenkörper ist zum Beispiel unserem physischen Ich zugeordnet. Ja, und bleibt als Erinnerung, als Erinnerungsmatrix hier auf der Erde. Dadurch werden zum Beispiel Poltergeistphänomene werden dadurch zum Beispiel erklärbar, weil das ist, also das, was dann manchmal passiert, ist, dass eine Form von Kommunikation stattfindet. Aber eigentlich ist es nur ein Abspulen wie von einem, ja, ich sag's mal, wie von einer CD. Oder ich bringe mal den Kassettenrekorder. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der zuhört, der den gar nicht mehr kennt. Aber wo quasi immer nur wieder eine Sequenz immer nur abgespult wird, nämlich unser Leben hier oder das, was wir an diesem Ort. Überall da, wo wir gehen, hinterlassen wir Spuren, Erinnerungsspuren, Erinnerungsmatrixen. Und das wird von dem Körper quasi generiert, der unserem physischen Ich am nächsten ist. Und dann gibt es viele unterschiedliche Abstufungen bis hin zu unserem göttlichen Ich, aber auch bis zu einem Abbild auch von unserer Persönlichkeit, von dem, wer wir sind und was wir sind. Und dieser Teil von uns, der kehrt auf eine erdenähnliche Ebene zurück, nämlich das, was er kennt. Und mit diesem Teil von uns, der ist natürlich auch göttlich und der ist unendlich. Und das ist der Teil von unserem Seelenkörper, mit dem wir in Kontakt gehen. So, und ja, das heißt also, all diese neuen Funken, die vielleicht gerade wieder entstanden sind oder die schon wieder auf der Erde sind, die haben mit diesem Seelenkörper nichts zu tun, weil ich als Bettina werde auf dieser Ebene sein. Ich werde dort mit all den Menschen, die ich hier auf der Erde geliebt und geschätzt habe, aber auch mit allen anderen, aber auch mir selbst begegnen. Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, genau. Spannend. Jetzt sind Hm. gerade ganz viele Fragen schon wieder in meinem Kopf entstanden. Glaube ich. Als erstes mal, so wie du das jetzt beschrieben hast, dass die Inkarnationen ja zeitgleich ablaufen. Das heißt, diesen Zeitstrahl, den wir auf Erde ja linear definieren, der ist eigentlich horizontal. Alles gleichzeitig. Alles Oder auf den gleichzeitig. Punkt gebracht, ne? Das heißt, eigentlich haben wir einen Genau. Punkt. Wir haben eigentlich einen Punkt. Es läuft alles gleichzeitig ab und Zeit ist eigentlich ein irdisches Konstrukt, was auch in der Physik auch eigentlich, wo wir eben immer mehr dahin kommen, das zu beweisen. Ja, also ich meine, überleg mal alleine, wenn du darüber nachdenkst, dass Zeit, wie unterschiedlich die Zeit auf der Erde schon abläuft. Ja, ich sag mal, wenn du auf den Kölner Dom steigst, ja, und du selber stehst unten auf der Domplatte, das sind schon ein paar Millisekunden Unterschied schon zu dem, ja, wenn du jemand zu jemand, also quasi zu jemandem, der quasi unten auf der Domplatte ist, quasi in Kontakt ist, bist du also oben noch, quasi oben schon ein Stück weiter im Grunde genommen, wenn du oben stehst. Sind zwar nur Millisekunden, aber immerhin. Ja, spannend. Ja, Und also dann hast Zeit. Zeit genau. ist eigentlich, Zeit ist eigentlich ein Konstrukt. Ja. Ja, ist ein Konstrukt von uns hier, von Ja. uns Menschen hier, ne? Ja. Genauso wie Raum. Genau, weil Wir haben auch Menschen brauchen Bilder und wir brauchen auch feste Gefüge. Das heißt also, nur alleine dieses Wissen, ich bin unendlich. Erde. Ja, und allein dieses Wissen, ich komme wieder. Das könnte bei dem einen oder anderen eben halt dazu führen, dass er ein bisschen hier über die Stränge schlägt. Stimmt. Ja, und deshalb, Absolut. also deshalb, also wir Menschen, wir brauchen gewisse Muster in unserer Grobstofflichkeit. Und das ist auch, um noch eine weitere Frage zu beantworten, die auch ganz häufig gestellt wird. Ja, warum brauchen wir überhaupt neue Körper? Warum können wir nicht in den gleichen Körper inkarnieren? Genau aus dem Grunde. Also ich kann mich ja so daran erinnern, dass ich deutlich anders ausgesehen habe. Ich bin Mann gewesen, ich bin Frau gewesen, ich kann mich daran erinnern, als Kind verstorben zu sein. Wir brauchen diese unterschiedlichen Körper, um unterschiedliche Erfahrungen machen zu können.
Ja, absolut. Eben auch die männliche und die weibliche Energie mal anders auszuleben, ne, wenn es zum Beispiel um männlich-weiblich geht. Ja, natürlich. Genau. Ja, also dieses sehr männliche oder auch sehr weibliche zu haben. Und also wir spielen im Grunde genommen, auch wenn sich das jetzt vielleicht für einige vielleicht ein bisschen hohl anhört, aber wir spielen quasi wie auf einer Klarinette die unterschiedlichen Töne rauf und runter. Ja, eben halt in allen möglichen Facetten und Klangfarben, ja, also die unsere Seele eben halt nur irgendwie quasi wieder erfahren kann. Und das ist auch das, was wir mitnehmen. Das ist das, was wir mitnehmen zurück, wenn wir dann unseren Inkarnationslauf, sag ich mal, der über viele Tausende von Leben geht. Na, das bringt uns gleich zum nächsten Punkt, alte Seele. Über diese vielen Inkarnationsläufe sind wir eben halt tatsächlich auch, verändern wir uns. Ja, wir wachsen und wir nehmen all diese Informationen mit, was eine Seele fühlen kann. Ja, und es gibt manche Menschen eben halt, die nicht so intensiv fühlen und andere wieder dafür viel, viel mehr. Das sind für mich immer so Indizien, wer eben halt wie lange oder wie viele Inkarnationen schon hatte. Ja. Dazu hast du mal was ganz Wunderschönes gepostet. Und zwar mit den verschiedenen Farben der Emotionen. Ja. Das erklärt das so wunderschön. Ne? Vielleicht magst du den Satz noch mal kurz. Wenn ich den jetzt so wüsste, sind die Farben der Seele, ne, von Marc Aurel, ne? Ja, du hattest irgendwie so gesagt, dass unsere Seele so lange immer wieder inkarniert, bis sie wirklich jede einzelne Farbnuance einer Emotion durchlebt hat. Und das fand ich so wunderschön, weil da braucht man gar nicht mehr viel dazu erklären. Nein, das ist tatsächlich so, weil wir strahlen in unseren Seelenfamilien, wir strahlen eben halt in den unterschiedlichsten Farben. Und unsere Seelenfamilie, die hat eine Grundtendenz an Farbe. Und bis wir in dieser Grundtendenz nicht ganz rein von der Farbe sind, können wir als Seelenfamilie und als Gruppe nicht aufsteigen. Aufsteigen bedeutet Loslösung vom Ich. Ja, und das ist etwas, was den meisten Menschen unheimlich viel Angst macht. Ja klar, weil das ist ja das, worüber wir uns hier auf der Erde definieren. Wir sind ja immer im Absolut. Ich. Ja, Das ist ja unser absolut. tagtägliches Leben, Absolut. Denken, Fühlen, und deshalb ist das das, glaube ich, so eine Verlustangst tatsächlich. Ne? Ich verliere mich dann, wer bin ich denn dann noch? Ne? Ich glaube, das ist so etwas, was da reinspielen kann. Ich glaube, dass es noch tiefer geht. Wir sind hier auf der Erde, wir sind hier sehr an das Existenzielle und Materielle auch gebunden. So, und ich sag mal, der Unterschied quasi jetzt zwischen den Menschen ist, dass es Menschen gibt, die eben halt sehr wenig, eben halt mit sehr wenig materiellen Dingen zufrieden sind. Ja, und für andere ist das wieder extrem wichtig. Und ich glaube, dass das materialistische Denken, ich glaube, das ist etwas, was du verlierst. Ja, also ich zum Beispiel, also für mich ist das nicht mehr wichtig. Für mich ist einfach nur wichtig, dass ich jetzt hier mein Umfeld habe und, ne, und ich kümmere mich da auch gar nicht drum, weil ich weiß, für mich wird gesorgt. Ich kann die Dinge wirklich abgeben. Ich gebe es ab an Spirit. Ich gebe eigentlich fast alles ab. Das ist nicht, dass ich meine Verantwortung abgebe, absolut nicht. Also wenn da quasi Dinge eben halt, wo ich eben halt wo ich quasi meine Aufgaben erfüllen darf. Ja, weil es ist immer meine persönliche Entscheidung. Da springe ich dann auch voll rein und versuche diese Emotionen auch wirklich auch auszuleben. Und dazu gehört natürlich auch die Trauer. Ja, Absolut. es gibt so eine schöne Grafik von der Aalto-Universität in Helsinki. Die haben die Emotionen der Menschen, haben die quasi in Farben gemessen. Und eine dieser Farben ist zum Beispiel, wenn Menschen depressiv sind oder traurig sind, dann sind sie blau. Ne? Blau und schwarz. Und wenn man sich das mal einfach mal überlegt, also wenn wir Auren sehen, dass wir schon daran einfach auch die Grundtendenz auch der Menschen auch wahrnehmen können. Viele Menschen können Auren nicht wahrnehmen, also quasi das aurische Feld, der Seelenkörper nicht wahrnehmen, weil das ist das, was es ist. Die Aura ist im Grunde genommen umschließt die Seelenkörper.
und quasi und ist quasi wie ein Leuchten, was um uns herum ist. Und je nachdem, wie wir ihn halt empfinden, können wir das entweder über Farben wahrnehmen oder über Klänge oder wir sehen, wir spüren es. Ja, oder wir wissen ganz intuitiv, dem geht es heute nicht gut. Ich meine, wer kennt das nicht? Ja, dass jemand in den Raum reinkommt und man weiß, okay, dem geht es heute nicht gut. Ja, und das ist dieses Erspüren von der Aura und auch von den Farben der Aura. Und stell dir mal vor, diese Farben deiner Aura, die sind strahlend und du strahlst und leuchtest. Das ist so etwas Wundervolles, weil das ist ja auch zum Beispiel, wie Engel dargestellt werden. Engel werden ja immer rein weiß und ganz strahlend dargestellt mit Farbnuancen natürlich, die dann zu ihrer Gruppe dazugehören, aber immer sehr strahlend. Und diese Strahlen, das erwerben wir uns jetzt hier auf der Erde durch unsere vielen Inkarnationen. Darum geht es auch, um quasi auch sämtliche Emotionen hier durchzumachen, dass wir quasi lernen, eben halt mit Situationen eben halt anders umzugehen, wirklich in der Liebe zu bleiben. Ja, oh ja, das ist das ist etwas, was ganz schön knackig für viele ist, ne? Wirklich immer in die Liebe zu gehen und auch wenn mir jemand was antut, in der Liebe zu bleiben, ne? Und nicht dann auch sie sind ja erlaubt, wir dürfen es ja erfahren, was es heißt, wütend zu sein, aber wirklich darüber wieder die Liebe zu legen, ne? Das ist. Ja, und das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, das ist für die meisten von uns die schwierigste Disziplin, gerade wenn wir Gewalterfahrungen gemacht haben oder ja, psychische Gewalt, nicht nur körperliche Gewalt, auch psychische Gewalt kann eben halt etwas sein, was einen nachhaltig, gerade wenn du das schon in der Kindheit schon erlebst, also kann das etwas sein, was dich dein ganzes Leben lang begleitet und da eben halt den Schritt daraus zu machen und zu sagen, ja, okay, aber die Person konnte nicht anders, weil ne, sie einfach noch nicht so weit war, das zu akzeptieren und über sich hinauszuwachsen. Und da eben halt selbst nicht mehr in der Wut zu sein, das ist also extrem schwierig, ja. Und ich glaube, das ist die größte Aufgabe hier. Ja, und ich glaube, auch wenn wir gehen, wenn wir eben halt, dass unser Sterben auch maßgeblich davon beeinflusst wird, wie oder welche Verbindung wir quasi zu uns haben oder auch was wir uns auch haben hier auf der Erde zu Schulden kommen lassen. Jemand, der sehr mit sich im Reinen ist, der nicht immer perfekt war. Es kann niemand von uns sein, deshalb sind wir hier auf der Erde. Aber dass wir einfach lernen, Dinge eben halt anders wahrzunehmen und anders mit Situationen umzugehen. Und das können wir aber erst, weil ne, man bedenke, wir haben den Schleier des Vergessens, wenn wir hier auf die Erde kommen. Das heißt also, müssen wir erstmal mit beiden Beinen und Gummistiefeln quasi in den Matsch reinspringen. Und um dann auch quasi beim nächsten Mal eben halt zu wissen, okay, wenn ich da so reinspringe, dann kommt mir das alles entgegen. Und deshalb also durchleben wir oft gewisse Szenarien hier nochmal. Wenn wir jetzt inkarnieren in ein Leben, du hast ja vorhin schon gesagt, dann gibt es einen Seelenplan. Dieser Ja. Seelenplan, ist der jetzt ein großer Plan für alle Inkarnationen und wir kriegen immer einen Teil mit für jede einzelne Inkarnation oder wie kann man sich das vorstellen? Also stell dir das eher so vor, dass es einen Planungsstab gibt. Und es gibt dann die Seele, die dann dabei steht, die dann beschlossen hat, weil es wird dir nicht gesagt, du musst inkarnieren, sondern du könntest auch gewisse Dinge auch durch die Begleitung, zum Beispiel als Geistführer, könntest du bestimmte Dinge auch lernen, indem du quasi auf der anderen Seite bleibst. Wird manchmal von den Seelen auch gemacht, weil sie dann einfach sagen, okay, die letzten Male waren für mich so traumatisch oder ich finde einfach den Ansatz nicht, wenn ich auf der Erde bin und dann bleiben sie eben halt auf der anderen Seite. Aber tatsächlich ist es nur erstmal für jedes Leben. Es sind also mitgebrachte, also in uns geht eben halt tatsächlich die Person, die quasi auf die Erde hinabsteigt oder quasi, ne, die quasi inkarnieren möchte, die hat Geistführer-Team um sich herum, wo es um die unterschiedlichen Aspekte geht. Ne? Und da können wir zum Beispiel, also es geht vielleicht darum, eben halt
Ja, sich in vorigen Inkarnationen haben wir eben halt, nur man guckt schon, was habe ich vorher nicht gelernt, was könnte ich jetzt lernen. Und es werden auch nie alle Themen genommen, sondern wir gucken, was ist machbar. Was kann ich mit der familiären Situation? Es werden Familien ausgesucht, es inkarnieren eben halt speziell auch Menschen eben halt, ich meine, die Seelen, ja, also Menschen. Eben halt, aber auch tierische Seelen eben halt, die uns dann vielleicht wieder auf den, vielleicht wieder auf den Pfad bringen oder uns auch helfen quasi, ja, über die Traumen, die wir eben halt durch die Behandlung unserer Mitseelen erfahren, quasi damit besser umzugehen oder die uns trösten oder auch beistehen. Ja, aber auch all das ist geplant, also nur in groben Zügen. Und dann gibt es noch, es gibt noch den Ältestenrat und das sind quasi, sind meistens drei, die ich so groß wahrnehmen kann. Manchmal sind es mehr, aber meistens sind es drei und die stehen immer dann für den Aspekt von gestern, heute und morgen. Es geht also immer darum, was ist in der Vergangenheit gewesen, welche Themen nehme ich mir jetzt auf meinem Spickzettel mit. Welche Themen, also, ne, und dann wird eben halt geschaut, wie können wir das, in welcher Konstellation ist die größtmögliche Chance dabei, dass unser freier Wille uns den richtigen Weg führt. Ja, und dafür haben wir immer noch ein paar Abzweigungen noch gelassen, weil unser freier Wille, der ist wie so ein ungestümes Wildpferd, der immer hin und her springt und von biochemischen Prozessen gesteuert ist. Was manchmal für die geistige Welt nicht vorhersehbar ist. Es gibt auch manche Dinge, die auch tatsächlich von diesem Planungsrat manchmal mit einbezogen werden, gerade dann, wenn Krankheiten quasi als Lernaufgabe mit hinzukommen, dann kann es sein, dass es manchmal auch einen Totalausfall des Systems gibt, des menschlichen Systems. Das wird tatsächlich so genannt. Ich fand das also unheimlich spannend. Totalausfall des menschlichen Systems. Und das höre ich eben halt dann, wenn jemand zum Beispiel, wenn bei jemandem das Gehirn aussetzt oder das Herz quasi im Sekundentod aussetzt, dann sehe ich manchmal wirklich Geistführer und wie das Team eben halt, dann das Inkarnationsteam dann da wirklich fassungslos dann da steht und sagt, wie konnte das passieren? Also das ist etwas, also auch die menschliche Physis ist nicht bis ins Kleinste von der geistigen Welt planbar. Das ist spannend. Ja, ich fand das auch sehr spannend, weil ich habe immer gedacht, okay, ne, dann bringen wir doch mal die Erkrankung weg. Und ich habe dann wirklich gelernt, nee, das geht nicht, weil das eine ist grobstofflich und das ist Physis. Man kann versuchen, da gewisse Dinge eben halt umzulegen oder vielleicht Forscher zu inspirieren, Medikamente zu entwickeln, ja, oder auch die Wege eben halt zu den richtigen Ärzten hinzulenken, die vielleicht helfen können. Aber manchmal ist Krankheit auch ein Weg. Das ist spannend, weil ich war ja in Meran bei einer Schülerin von dir und sie sagte ja zu mir dann auch, ein Teil deines Themas ist feinstofflich, ein Teil ist physisch. Ne? Und da sagte sie auch, da darfst du einfach nochmal anders hinschauen. Ne? Und das ist ja letztendlich das, was du jetzt auch beschreibst. Ne? Dass man auf einer Ebene konnte sie mir dann eben helfen und sie sagte, das andere, das darfst du mitnehmen und auf anderen Wegen lösen. Ja, das ist tatsächlich, also wahrscheinlich ging es dann um den grobstofflichen Teil, ne? Im Feinstofflichen kannst du nämlich arbeiten, aber dann kommt der grobstoffliche Teil und das ist etwas, da kann dir Spirit wirklich, das ist eine Aufgabe für dich. Ja, das Ja, habe ich dann auch verstanden. Also ja. das war für mich, also der ganze Besuch war ja sehr, sehr spannend. Habe ich sehr viel lernen dürfen und auch genau eben, dass es diese Ebenen gibt und dass es da auch einen Stopp gibt, wo ich als Mensch hier im Hier und Jetzt hinschauen Ja. darf. Ja, also die Sabine Groten, um mal den Namen zu nennen von Lanima Spirit, also Lanima gleich Seele, die war schon in der Ausbildung. Man konnte also sehen, dass sie wirklich Heilerin ist und wirklich durch und durch. Und man sieht es auch in ihrer Aura. Sie ist natürlich auch durch eigene wirklich starke Prozesse hindurchgegangen. Und ja, aber ich find, dass sie wirklich eine wunderbare Heilerin ist. Ist Ja, sie. und
Definitiv, also kann ich das auch von meiner eigenen Geschichte, kann ich das auch bestätigen, weil ich beschäftige mich ja seit meiner Kindheit. Ich war 6 Jahre, als ich das erste Mal Schilddrüsenhormone bekommen habe. Und ja, damals hat man den Kindern das noch so früh noch gegeben, in den 60ern. Und tatsächlich beschäftigt mich dieses Thema mein ganzes Leben lang. Ich war in zig Unikliniken, ich habe Medikamente bekommen, die dann bei mir Depressionen ausgelöst haben. Und ich meine, das ist jetzt ein Prozess, der sich jetzt, ich bin jetzt 58, also der sich jetzt bei mir 52 Jahre hinzieht. Und ich komme jetzt erst in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren vielleicht, komme ich überhaupt erst dahin, wirklich zu verstehen, also dass ich lernen darf, auf meinen Körper zu hören, um mich selbst ins Gleichgewicht zu bringen. Und natürlich hätte ich auch lieber, dass jemand kommt und mir eine Wunderwaffe gibt und sagt, hey, hier, jetzt sind da Schilddrüsenhormone und deine Schilddrüse geht weder in die Über- noch in die Unterfunktion, sondern funktioniert immer gleichbleibend wie ein Uhrwerk. Das ist bei mir aber nicht so. Ich darf lernen, in die Balance zu kommen, in jedem Bereich meines Lebens. Und das ist tatsächlich eine meiner Lebensaufgaben. Und ich fand es sehr, sehr spannend. Ich bin auf Bali gewesen beim Heiler. Ratu Aji heißt der. Und der ist also ein großartiger Heiler. Und der hat mir da auch gesagt, dass was ich denn zu ihm kommen würde. Das sei meine Aufgabe, meine Schilddrüse zu heilen. Er könnte mir da Hilfe geben, Unterstützung geben, aber er sagt, das ist generell deine Aufgabe. Und ich habe gedacht, ja, okay, ich habe das schon mal geahnt und war mir auch eigentlich klar, aber no, danke. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Ich wollte jetzt lieber wirklich sagen, okay, jetzt kommt dein Heiler und heilt mich, aber so einfach ist das nicht. Ja, also bei mir ist es eben halt auch die Kombination. Ich glaube, bei ganz, ganz vielen ist die Kombination aus dem Geistigen und dem Physischen. Ja, das denke ich auch. Wenn du das jetzt gerade so beschreibst, du hast ja einen Seelenplan, den du hier erfüllst auf der Erde, und du hast ja jetzt dieses körperliche Thema auch mitgebracht. Der freie Wille, wo spielt der da jetzt in dieser Thematik rein? Auch der spielt in jedweder Hinsicht. Das ist also, ich war Zeit meines Lebens, war ich ja die komisch war. Ne? Und mein freier Wille war ja eigentlich immer schön im Hintergrund zu bleiben, bloß nicht den Kopf zu weit rauszustrecken, bloß nicht zu zeigen, wer ich bin. Ja, oder was ich bin, ja, weil ich immer das Gefühl habe, ich mache den Menschen Angst oder ich bin die, die komisch ist. Und also von dem her ist dieses Coming Out, das hat schon eine ganze Menge schon geholfen. Also dass ich einfach mein Leben begonnen habe, so zu leben, also dass ich mich nicht mehr verstecke, sondern einfach so bin, wie ich bin. Ich glaube, dass es bei vielen Menschen, die spirituell sind, und das passt wirklich extrem gut zu meinem Lebensplan. Ja, weil ich einfach das Wissen, was ich auch in vorigen Inkarnationen erworben habe, dass ich das jetzt eben halt einsetzen darf. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich mich an viele Dinge auch erinnern kann, an viele Inkarnationen auch erinnern kann, wirklich in einer Deutlichkeit. Das hilft mir auch sehr, sehr viel, auch in meiner Arbeit, wenn ich eben halt Menschen in der Trauer begleite. Ja, einfach weil ich viele der Todesarten schon kenne, weil ich weiß, wie es ist, verbrannt zu werden, weil ich weiß, wie es ist, zu ertrinken. Ich weiß, wie es ist, wenn man einem die Luft abschnürt, oder ich weiß auch, wie sich das anfühlt, wenn mir die Luft abgeschnürt wird. Also das sind solche Dinge, wo ich dann, was dann in meine Arbeit mit einfließt. Und natürlich gehört das auch zu meinem Gänsehaut, Lebensplan. ja. Ja, aber das ist mein Lebensplan. Und ich habe da ziemlich lange gebraucht, also bis ich 38 war, um überhaupt in diese Richtung überhaupt schauen zu können, weil ich einfach so traumatisiert war von dem Verhalten, sage ich mal, meiner Umgebung. Ja, weil ich mich immer eigentlich immer komisch gefühlt habe und nie zugehörig gefühlt habe. Ist es dann trotzdem so, dass deine Umgebung auch in der Kindheit zu deinem Team gehört hat, letztendlich um dir diese Erfahrung dann auch zu schenken? Weil wir verabreden uns ja auch, ne? Wir verabreden uns ja, dass wir uns Absolut. hier auf der Erde treffen, um uns gewisse Erfahrungen zu schenken.
Absolut. Ich bin in eine Familie hineingeboren worden, wo es auf der einen Seite sehr spirituell war, wo das aber auch, wo das ganz, ganz natürlich war. Das war jetzt irgendwie, es war irgendwie, wenn wir Finnisch gesprochen haben, dann war es ganz, ganz normal, über diese Dinge so zu reden, auch über die Seele der Menschen. Wenn ich dann Deutsch gesprochen habe, dann war das quasi wie so ein Cut. Ja, das war dann irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, das war irgendwie anders. Ja, und das ist quasi die deutsche Seite, die weniger offen dafür war, aber die finnische, die dann, wo das ein ganz, ganz natürlicher Prozess war, also zwischen meiner Mutter, meiner Oma, meiner Patentante oder auch meiner Cousine und mir, die das, ja, wo wir eigentlich alle so ein bisschen so in diese Richtung gehen. Da hast du ja als Kind schon das erlebt, was ja eigentlich ganz, ganz groß in der Welt auch passiert, ne? So dass du hast beide Seiten kennengelernt, das Spirituelle und das eben Nicht-Spirituelle. Und Ja. das passiert ja jetzt erst, finde ich, dass sich das so annähert und man das auch also zugeben, sich traut zuzugeben, hey, ich bin spirituell. Da hast du ja damals schon genau das erlebt, was wir jetzt hier sehen und beobachten. Ne? Was das uns. Ja, und genau, und für mich ist es auch ganz, ganz wichtig, das sage ich auch mal so an dieser Stelle. Es sind viele Menschen, die eben halt meinen, jetzt ich bin spirituell, und das quasi wie eine Fahne vor sich hertragen. Das ist überhaupt nicht nötig. Warum aber fordern wir diejenigen, die daran nicht glauben können? Ich meine, ich finde das sehr traurig, ich finde das schade, wenn jemand in so einer tristen, dunklen Welt lebt und quasi ja, all diese schönen Dinge nicht wahrnehmen kann, die wir als spirituelle Menschen eben halt wahrnehmen dürfen. Ja, aber ich muss das jetzt hier nicht wie eine Fahne vor mir hertragen. Klar, man findet bei mir auch so ein paar Attribute, so etwas wie mein Lotus hier als Schmuckstück oder ein Regenbogenarmband da. Ja, aber ich muss das nicht so im Außen nicht tragen. Ich trage das in mir und ich bin einfach so, wie ich bin. Ich versuche authentisch zu sein und ich denke auch, wir leben hier in einer grobstofflichen Welt. Und es gibt gewisse Spielregeln und ich finde es genauso schlimm, wenn man versucht, mich zu bekehren, wie auch der Versuch, eben halt andere zu bekehren. Also das ist niemals meine Intention. Ich spreche über meine Welt, ich spreche über das, was ich eben halt selbst erfahren habe oder was ich eben halt erlebe. Aber ich würde jetzt niemals jemandem sagen, deine Version der Wahrheit, der Realität stimmt nicht. Ja, letztendlich machst du ja ein Angebot, ne? Du Genau. legst das quasi auf den Buffettisch, was dich ausmacht, was du auch vermitteln kannst, und der andere entscheidet dann, ich greife zu oder ich gehe dran vorbei. Genau. Ich Ne? Also. nehme, ne, ich nehme, ich nehme das Stück Schokolade oder die gesunde Erdbeere wobei ich ja so Schokolade mit der Bruchstofflichkeit also sehen würde und die Erdbeere eher so mit der Spiritualität, ja, weil das viel intensiver auch von dem Erleben eben halt ist, ne? Und ich glaube, das ist etwas, was ich so ganz, ganz wichtig finde, dass wir eben halt, gerade wenn wir spirituell sind, dass wir eben halt nicht anderen unseren Glauben aufdrücken. Weil nichts ist schlimmer und ich gehöre leider auch zu den Menschen, die das am Anfang auch nicht verstanden haben. Weil als ich dann gemerkt habe, oh, es gibt noch mehr, die auch so sind, habe ich dann angefangen, wirklich meine Botschaften wie Konfetti zu verteilen. Und nee, das ist nicht gut. Ne? Und weil das nimmt, es ist übergriffig. Ich glaube, alles, was Menschen den, also was den freien Willen des Menschen beeinflusst, das glaube ich etwas, was wir nicht tun sollten, weil jeder soll auch seinen eigenen, quasi ja, wie seine eigene Identität wahren können. Ja, und Und das das auch ist mir gerade, erfahren, ja. ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch gerade dann, wenn man eben halt mit Menschen, mit dem Kostbaren, mit der Seele der Menschen arbeitet, die einem in die Hände gelegt werden, gerade wenn man sie in Coachings oder eben halt in Seminaren eben halt oder in der Ausbildung eben halt begleitet. Das darf immer der eigene Weg sein. Ja, Weil, absolut. ja, denn wenn ich anfangen würde und dem anderen quasi seine Päckchen abnehmen würde, das habe ich früher auch sehr, sehr gerne gemacht, dass ich mal gesagt habe, ich weiß, wie es geht, juhu, und ab geht's. Aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Das durfte ich auch erst mal lernen. Ich durfte lernen, dass es wichtig ist, dem anderen auch die Möglichkeit zur Weiterentwicklung zu geben, indem ich dem anderen seine Päckchen abnehme. Heißt es oder bedeutet es, dass ich dem anderen seine Möglichkeiten zum Wachstum nehme?
Ja, und das ist auch schon wieder zwar eine sanfte Form, aber es ist trotzdem auch eine Form von Missbrauch. Ja. Also ganz, ganz mal, ganz, ganz klar mal so in den Raum reingeworfen. Ja, stimmt. Spannend. Du hast ja gerade gesagt, auf den Weg, ne? Jeder ist so auf seinem Weg. Und der Weg ist ja nie glatt gezogen, sondern wir haben Berge und Täler auf unserem Weg und wir haben auch manchmal andere Menschen, andere Seelen, wo wir denken, oh, ne? Also die uns richtige Steine vor die Füße rollen. Und was ich ja so spannend finde, dass wenn wir uns dann wieder begegnen auf einer anderen Ebene, dass das dann gar kein Thema mehr ist, ne? Nein, weil das ist eben halt tatsächlich ein irdisches Konstrukt. Diese Seelen haben sich zur Verfügung gestellt, um für uns die Arschengel zu sein, damit wir etwas lernen können. Zum Beispiel, weißt du, es ist etwas, wo du, was du zutiefst nicht möchtest, ja, was du aber, ich meine, kennt doch jeder von uns, ne? Wenn Ja, ja. wir Eltern haben, ja, wir, ne, wir gucken uns an, wie wir erzogen worden sind und wir wollen eben halt komplett anders sein. Und irgendwann ertappen wir uns dann dabei, hey, wir sind ganz, ganz genauso. Oder wir sind heute die schlimmere Variante. Ja, und dann rudern wir zurück. Ja, aber es ist tatsächlich, also tatsächlich geht es immer darum, eben halt den freien Willen immer zu wahren und dem anderen auch die Möglichkeit zu geben. Und dafür sind auch manchmal auch Menschen in unserem Feld, die uns auch Dinge eben halt spiegeln, wie wir sie nicht haben wollen, wie sie nicht gut für uns sind. Und ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist. Ja, absolut. Es gibt ja die Dr. Sue Morta, die spricht immer von einer Bus-Stop-Conversation. Das heißt, dass sich die Seelen so an der Bushaltestelle sozusagen verabreden, beziehungsweise sie treffen sich dort und dort verabreden sie sich dann, sodass es auch heißt, so, ich brauche meine Vergebungserfahrung und ich brauche meine Schulderfahrung, sprich, dass auch auf irdischer Ebene dann ganz tragische Dinge dort schon verabredet werden, ne? Absolut, ja, natürlich, weil ich meine, wodurch lernen wir denn am meisten? Ne? Also ich sag mal, über die nur positiven Dinge lernen wir nicht. Wir bekommen immer Seelen zur Seite gestellt, die uns eben halt in irgendeiner Form unterstützen. Und wir bekommen natürlich die Seelen, und das ist eigentlich das Spannende, dass die Seelen, die uns den größten Schmerz bereiten, dass das in der Regel die Seelen sind, die wir am meisten lieben. Ja, die uns eben halt, ja, tatsächlich ist es auch ist ein gutes Bild auch, ne, mit der Bushaltestelle, wo wir quasi an der Haltestelle stehen, wo immer genau der Richtige gerade vorbeikommt. Tatsächlich ist das so. Auf unserem Weg finden wir immer wieder Menschen, die uns ein Stückchen weitertragen. Und ich glaube, dass das auch so eine Aufgabe auch ist. Dass man, ich vergleiche das ganz gerne mit einem Fackelläufer. Jeder von uns hat quasi eine Lichtfackel in der Hand und kann dann diesen Stab eben halt weitergeben an den nächsten. Und das kann dann weitergehen an den nächsten, an den nächsten, an den nächsten. Und natürlich gibt es auch die Menschen, die bei uns auftauchen und wieder gehen, die eben halt, die uns nicht gut getan haben, manchmal auf eine dramatische Art und Weise. Und manchmal brauchen wir genau diese Erfahrung, auch bei der unendlichen Liebe, die uns verbindet. Ja, und das kann manchmal sehr, sehr verwirrend sein. Gerade dann, wenn du eben jemand hast, wo du eine ganz, ganz tiefe emotionale Verbindung spürst, aber diese Person alles tut, um dir zu zeigen, dass sie nicht der richtige Mensch für dich ist. Sie belügt dich, sie betrügt dich, ja, und trennt sich von dir. Und du fragst dich, was habe ich falsch gemacht? Eigentlich gar nichts. Beide Seelen brauchten die Erfahrung. Ja, und indem man dann eben halt den anderen wirklich in Frieden ziehen lassen kann. Und das ist eben halt das Schwierige. Aber wenn man das mal gehört hat, und ich habe ja auch so einen Menschen in meinem Leben, und seitdem wir darüber gesprochen haben, liebe Tina, kann ich das anders stehen lassen. Es tut zwar ab und an noch weh, aber ich kann das anders stehen lassen. Ich weiß einfach, wir beide brauchten jetzt diese Erfahrung. Und dann lasse ich das jetzt. Es ist nicht mehr so dieses, ich muss das jetzt lösen, weil ich kann es nicht lösen, sondern es hilft tatsächlich, wenn man das versteht. Genau, und dann das hilft auch meistens auch, dass man keine verbrannte Erde hinterlässt.
Weil ich glaube, an dem Punkt, wo wir verbrannte Erde hinterlassen, und ich meine mit verbrannter Erde, indem wir uns dann wirklich mit demjenigen so auseinandersetzen, dass da wirklich kein Weg zurück ist. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, jede Seele ist auch hier, auch auf ihrer eigenen Reise. Egal, welche Funktion sie bei uns hatte, und manchmal gehen die Wege auseinander. Dann können sie wieder ein Stück wieder gemeinsam wieder gehen, um dann wieder auseinander zu gehen oder auch zusammen zu bleiben. Aber dazu sind ganz oft auch Veränderungen nötig. Ja, also wie oft höre ich auch von Medien, dass sie jemals sagen, trenn dich von deinem Mann. Ja, also ist gerade bei Wahrsagern, Kartenlegern ganz, ganz beliebt. Ne? Oh, der betrügt dich, du musst den anderen Mann suchen. Nein. Oder da kommt ein neuer Mann. Das, was ganz, ganz oft nicht verstanden wird, ist, dass auch Menschen eine Entwicklung durchmachen können und dass auch derjenige, der für dich vielleicht in dem Moment ein Arschengel gewesen ist, dass der auch durch seine Prozesse hindurchgeht und dass der sich auch anfängt zu transformieren, sich zu verändern, indem du deine eigene Umgehens- oder deinen eigenen Umgang quasi wie beobachtest und dem halt anschaust, wie kann ich anders mit der Situation umgehen als früher. In dem Moment kannst du auch eine Person wirklich anders begleiten und anders gehen lassen. Weil ne, das, was wir nicht aussprechen, das kommt wirklich als nonverbale Welle auch bei dem anderen noch an. Und das kann manchmal auch irritieren, Ja, wenn das du auf einmal nicht mehr bereit bist zu streiten oder zu kämpfen oder dich mit dem anderen auseinanderzusetzen, sondern zu sagen, okay, gut. Dein Weg, ich gehe meinen und alles ist gut. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das wirkt. Oh Ja, auf einer ja. ganz anderen Ebene wirkt. Und manchmal ist es auch ganz, ganz wichtig, auch für uns auch wirklich einen Schlusspunkt zu setzen, indem wir für uns ganz, ganz klar sagen, Ende, nicht in diesem Leben. Genau, nicht in diesem Leben, genau, da komme ich jetzt zu meinem nächsten Punkt. Wir verlassen ja unseren Körper irgendwann. Und das, was du in der Ausbildung so wundervoll darstellst, auch in einem deiner Videos dann, da sehen wir diese Wand, vor der wir irgendwann stehen, wenn wir dann quasi unseren irdischen Körper verlassen haben, wo wir unser Leben ja nochmal wie vorgespielt bekommen. Genau, ja. Und das ist ja auch so spannend, dass wir da auch letztendlich sehen, wo wir gewirkt haben und das vielleicht schmerzhaft war für den anderen, ne? Absolut, weil wir ist doch ganz, ganz verständlich. Wir sehen immer erstmal unseren positiven Aspekt. Wir sehen erstmal das Aua, was uns der andere getan hat. Ja, wir sehen nicht, dass wir vielleicht auch durch unbedachte Äußerungen oder ne, auch etwas ausgelöst haben. Da kann sich niemand von uns kann sich davon befreien, einfach weil wir Menschen sind und weil auch das, was wir aussprechen, ne, das kommt bei dem anderen vielleicht ganz anders rüber. Und wenn das gerade bei dem anderen wieder auf den Punkt wieder trifft, ja, wo, ne, der schluckt das zwar, aber die Verletzung, die emotionale Verletzung ist da. Und wenn du da quasi in diesem Raum eben halt bist, wo du all deine, ja, ich sag mal, deine Aktionen siehst und Reaktionen dann darauf siehst, dann siehst du auf einmal und dann fängst du wirklich an, dich zu schämen. Weil du denkst, mein Gott, was habe ich da ausgelöst? Ja, weil du dann es wirklich verstehst. Und ich glaube wirklich, Sprache ist etwas, was zu so vielen Missverständnissen führt. Und ich glaube, diese vielen Missverständnisse, das ist etwas, was auch so schön in der Bibel dargestellt wird, ne? Mit dem Turmbau zu Babel, wo alle Menschen unterschiedliche mit anderen Zungen dann anfingen zu sprechen. Vorher haben sie quasi in einer Sprache gesprochen, ich würde mal sagen Telepathie, weil das ist das, wie wir als Seelen eigentlich kommunizieren, und da kannst du dich nicht belügen. Ja, aber sobald wir hier auf der Erde hier ankommen, wir können gar nicht anders. Ja? Und es gibt Studien, also jeder von uns lügt jeden Tag mindestens 20 Mal oder irgendwie so etwas. Ach Gott. Ich fand das nicht bewusst, nicht so, ne, ich sage jetzt bewusst die Unwahrheit. Aber wenn man sich faktisch Dinge von außen anschaut, dann war das eine Unwahrheit. Aber wir haben das in dem Moment so aufgenommen und wahrgenommen. Spannend. Und da liegen die meisten Missverständnisse drin. Aber wenn wir dann in diesem Raum sind, wo wir dann quasi unser Leben und diese ganzen Themen nochmal anschauen, das dient ja nicht dazu, dass wir dann jetzt quasi als Seele klein gemacht werden, sondern nur als
Lernprozess nochmal, oder? Es ist eine Analyse. Es ist eine Analyse und du hast zum Glück hast du dann auch den Ältestenrat, deine Geistführer, deine Lieben um dich herum. Wenn du dann da wirklich stehst und erschüttert bist, ja, dann kommen sie und nehmen dich in den Arm und sagen, mach gar nicht so schlimm. Na, sei doch nicht so hart zu dir. Oder sie sehen es eben halt sehr positiv und sagen dir dann, aber guck mal, da hast du vielleicht dich nicht so gut verhalten. Aber ist dir eigentlich mal aufgefallen, was du da gemacht hast? Das war doch großartig, wie du da dem oder denen, also denjenigen geholfen hast. Ja, und ich glaube, das ist das, was wir auch dürfen. Wir dürfen uns ganz oft auch mit einem liebevollen Auge betrachten. Ja, absolut. Kann ich eigentlich, wenn ich das jetzt so verstanden habe, ich werde irgendwann in dem Raum stehen und das alles nochmal anschauen, kann ich jetzt auf der Erde als inkarnierter Mensch schon sagen, okay, da habe ich jemandem sehr wehgetan. Ich habe zwar keinen Kontakt mehr zu dem, aber ich versuche das schon mal zu heilen. Absolut. Also erstmal schon mal die Erkenntnis, dass du jemandem wehgetan hast. Das ist schon erstmal etwas Fundamentales, weil du einfach dann schon verstanden hast, dass deine Aktion in Resonanz gegangen ist oder dass das, was du gesagt oder getan hast, in Resonanz gegangen ist zu dem, was ein anderer empfunden hat. Und ich habe es mir eigentlich angewöhnt, dass ich dann tatsächlich Licht schicke. Ich mich entschuldige und dass ich dann eben halt wirklich Licht schicke und quasi wirklich meine allergrößte Liebe mit dieser Lichtwelle zu den Menschen hinschicke. Das ist ein schönes Bild. Ich hatte überlegt, ob ich dann Ho'oponopono mache, also dieses hawaiianische Vergebungsritual, aber mit Licht, Ja. das finde ich wunderschön. Ja, wie gesagt, also ich sende immer dann Lichtwellen immer aus und kommt dann zuerst das Bedauern, es tut mir leid, was ich dir angetan habe. Und dann kommt, wünsche dir aber nur das Allerbeste von mir und ich schicke dann eben halt wirklich mein Allerbestes, meine tief empfundene Liebe, wirklich Seelenliebe. Und das schicke ich mit einer Lichtwelle. Die versuche ich wirklich in Regenbogenfarben eben halt zu schicken, damit es, oder auch in Gold, je nachdem, wo ich denke, dass es eben halt ankommen kann bei dem anderen. Boah, ist das schön. Das Ja. ist sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Sehr, sehr gerne. Aber das sind so Schön. Prozesse, die eben halt wirklich im Laufe der Zeit entstanden sind. Und auch natürlich auch, wenn mir jemand etwas angetan hat, da war ich früher, ich war früher jemand, der war extrem nachtragend. Bin ich nicht mehr. Nicht mehr so stark. Ja. Ich kann immer noch Kleine Diva sein. Einschränkung, ja. Ja, weil wir sind Menschen, aber in der Regel, wenn ich eben halt nach einer Weile kann ich das dann loslassen und fange ich für mich auch wieder ein Lichtreinigungsritual eben halt an und lasse dann eben halt wirklich ein Licht, eben halt eine Lichtdusche eben halt durch meinen Körper eben halt gehen und lasse das eben halt abfließen und schicke dem anderen dann auch Liebe und sage dann auch, ich vergebe dir. Du wusstest nicht, was du mir damit angetan hast. Oder auch wenn es dir bewusst war, ich weiß, auf der Seelenebene würdest du mir das nie antun. Schön. Weil Ja. das ist nämlich der Punkt. Auf der Seelenebene würde das nicht passieren. Aber das ist hier auf der Erde, es gibt manchmal Dinge, die hier auf der Erde nicht verzeihlich sind. Da kann ich kann viele Menschen kann ich verstehen. Mir ist es lieber, wenn jemand sagt, ich kann das nicht vergeben. Ich kann dir da nicht verzeihen dafür. Es ist mir lieber, als wenn jemand sagt, ich habe siebenmal in Ave Maria gebetet und bin dann dreimal um die Kapelle gelaufen und ich vergebe dir, ich vergebe dir, vergebe dir. Aber im Inneren ist noch so viel Groll und du siehst das im Gesicht des anderen. Ich meine, ich glaube, jeder von uns kennt, glaube ich, Menschen, die so verbittert sind. Und ich möchte nicht so verbittert sein. Und ich glaube, das ist das Ganze einfach, das ist eine persönliche Entscheidung. Ja, weil auch wirklich eben halt das Gute in den Menschen zu suchen und zu sehen. Ja, und nochmal kurz zurück, das, was du gerade gesagt hast, ist ja sogar eine Lüge gegen sich selbst, ne? Wenn ich innerlich das nicht fühle, aber nach außen sage, ich vergebe dir, aber das mehr oder weniger als Phrase dir entgegenschleudert, ne? Ja, aber das machen leider sehr, sehr viele Menschen. Gerade Menschen, die in der Spiritualität unterwegs sind, die lernen eben halt zu vergeben und Liebe zu zeigen, ja. Und ja, ich liebe alle Menschen, aber sie empfinden das nicht. Und ich glaube, es ist auch, wenn wir gerade an diesem Punkt sind, ganz wichtig, nochmal zu betonen, dass
wir als spirituelle Menschen ja auch Emotionen haben und die auch leben dürfen. Ja, Also wir dürfen mal absolut. wütend sein und wir dürfen mal Angst haben und Ich darf auch mal lästern. genau. Ich darf einfach Mensch sein. Zum Menschsein gehört das eben halt auch leider auch alles mit dazu. Es gehört, es sind, wir haben so viele unterschiedliche Ecken und Kanten und da gehört es einfach dazu, auch nicht nur einfach spirituell zu sein. Ja, und klar, jeder, der mich jetzt, jetzt so hört und sieht, der denkt jetzt, ach, sie hört den ganzen Tag nur Meditationsmusik. Nö, ich höre sehr, sehr gerne auch Deutschrap. Sowas wie Materia oder so etwas. Also kann ich jedem empfehlen. Oder ne, das ist, ich höre ganz, ganz viel an Musik, die man sich bei mir nicht vorstellen könnte. Nicht nur Meditationsmusik, obwohl ich natürlich auch gerne höre. Sehr, sehr spannend, ja. Jetzt würde ich natürlich deine Musikliste mal hören, aber das würde ich jetzt zu weit führen. Ich würde. Ja, du könntest mal Mäuschen spielen. Es gibt ein Lied von Pharrell, das heißt Happy. Und Ja. das kennen meine Tiere nur zu gut, denn wenn ich irgendwie mal mich nicht so gut fühle, kann ich auch jedem wirklich empfehlen, mach dir dieses Lied an und, no, und fang an zu singen an, fang an zu tanzen an. Und ich tanze quasi mit dem, ich habe den, tanze mit dem Hund, mit den Katzen und alles läuft hinter mir hinterher und wir tanzen. Ein schönes Bild. Und danach und danach und danach geht's mir schon gleich viel, viel besser. Also es liegt in unserer Hand, ob ich mich jetzt hinsetze, mich jetzt vergrabe und immer nur depressiv bin oder ob ich einfach auch Dinge auch als Herausforderung eben halt annehme und eben halt für mich eben halt überlege, wie kann ich es mir jetzt gut gehen lassen? Ja. Und wenn es eben halt nur eine heiße Dusche ist oder eine Badewanne oder eben halt der gemütliche Tee mit den Lieblingssocken an den Füßen und eine Kuscheldecke und eine Wärmflasche auf dem Bauch. Auch das kann Glücksgefühle auslösen. Ne? Aber man kann sich immer hinsetzen, kann sich immer schrecklich fühlen und einsam sein. Also haben wir alle immer Grund, immer genug dazu. Aber ich glaube, dass auch wichtig ist, dass man eben halt auch, ich sag mal, auch das eben halt lebt. Absolut, Weil auch absolut. das gehört dazu. Wirklich alle Emotionen rauf und runter. Und ich finde es mal, wenn jemand keine Trauer empfinden kann, es gibt tatsächlich Menschen, die können Trauer eben halt nicht in der Tiefe empfinden, dann hat das ganz, ganz oft etwas damit zu tun, dass sie es entweder tatsächlich wirklich noch nicht können, dass sie noch nicht auf dem Entwicklungsstand sind, oder es kann durchaus sein, dass sie Angst haben davor. Ja. Ja, und dass sie es wegschieben. Und das ist für mich ganz, ganz genau so ein, ja, Betrug an, ja, an der Seele selbst, weil sie dann diese Entwicklungsmöglichkeit nicht angenommen hat. Bestimmt. Ich hätte jetzt noch zwei Fragen, liebe Ja. Bettina. Und zwar einmal, um so diesen Prozess mal rund zu machen. Wir sind in diesem Raum, wo wir quasi sehen, was wir so, wie wir gewirkt haben auf der Erde und wo wir gewirkt haben. Und dann sagtest du ja vorhin schon, einige Seelen bleiben dann auf der Ebene als Geistführer und erledigen dort ihre Aufgaben und andere Seelen inkarnieren wieder. Wie kommt es dazu, dass die Seele dann wieder inkarniert? Das ist eine persönliche Entscheidung. Das ist eine persönliche Entscheidung, entweder weil deine Hilfe gebraucht wird, ja, weil du, weil, ja, ich sag mal, eine von deinen Lieblingsseelen quasi dich jetzt braucht, um etwas zu lernen auf der Erde, ob jetzt im Positiven oder Negativen. Und weil meistens ist es auch gar nicht so schwarz und weiß. Es gibt ja immer die ganzen Facetten. Nur wir erinnern uns ganz häufig auch an das, viel, viel öfter an das Negative als an das Positive. Das stimmt. Ja, und ich meine, das siehst du allein schon in den Klickzahlen, die man eben halt hat, wenn du ein negatives Thema hast. Da klicken die Menschen wie verrückt und gucken sich das an. Also wenn ich über hässliche Dinge was erzähle und über traumatische Dinge, dann bekommt das, also bekommt das unheimlich viele Klicks. Aber wenn es um schöne Dinge geht, das wird da meistens nicht so oft gesehen. Schade aber auch. Ja, Ja, und mehr als deshalb, schade. ja. Spannend. Und du hast vorhin noch gesagt, alte Seelen, da kommen wir bestimmt noch drauf. Ja, eine alte Seele, jede Seele hat, weil wir sagen immer, oh, dass du bist bestimmt eine alte Seele, du bist schon so weise. Was bezeichnen wir bitte als alte Seele? Was ist die Definition?
Wenn du dir mal überlegst, dass viele der Seelen, die jetzt hier auf der Erde sind, also welcher Aspekt von dir hat in welchem Zeitalter gelebt? Mach dich mal frei davon, dass es Zeit erstmal überhaupt gibt. Ein Teil von dir kann jetzt auch auf der Seelenebene, wenn du jetzt inkarnierst, kannst du durchaus sagen, okay, ich gehe in die Steinzeit. Oder ich gehe ins Jahr 2600 ein paar zerquetschte. Das ist alles möglich. Und wenn du die ganzen Leben dazwischen siehst, wie viele Leben sind das? Es sind Tausende von Leben. Einige wenige haben nur, ich sag mal, wenige hundert Leben. Ja, und das sind aber dann die Leben, die, ja, wo noch viel gelernt werden darf, wo, ich sag mal, das sind für mich immer oft sehr, ich bezeichne das immer als sehr erdige Menschen. Ja, das heißt also, die können nicht so viel von diesen, ja, Bewusstseinsebenen, können die noch nicht so viel annehmen. Das heißt also, Spiritualität wird für die eher ein Fremdwort sein. Ja, oder können mit ihren Emotionen noch nicht so umgehen und. Also es sind ganz, ganz viele Aspekte eben halt, woran man eben halt auch erkennt, dass wenn man einfach noch nicht so weit ist. Ja, zumindest jetzt, wenn wir auf diese Seele treffen. Ja. Und ich glaube, dass es diesen Ausdruck alte Seelen eigentlich gar nicht gibt. Es gibt Seelen mit mehr Leben, mit mehr Facetten, und es gibt Leben eben halt mit weniger Facetten. Weil jede einzelne Facette gehört ja zu dir, ist ja mit dir verbunden in diesem großen Kristall. Ja, ich denke auch, also vor allen Dingen nach dem, was wir vorhin schon besprochen haben, ne, dass wir ja eigentlich auf einem Punkt hier die Genau. Erfahrung machen, ne, dann können wir eigentlich gar nicht mehr von alten Seelen sprechen. Das ist aber auch wieder, das ist sowas, so etwas Typisches auch für die spirituelle Szene, indem ich, weil das ist ein Hierarchiedenken und ist ein Denken von sich über jemand anderen zu stellen. Ja, und Ja. absolut aus dem Verstand heraus, ne? Genau. Ich hab da so ein nettes Beispiel dafür. Ich habe mal mit einer Dame zu tun gehabt, die hat von sich gesagt, ich bin ein Erdenengel, ich bin nur auf die Erde gekommen, um so. Ich habe mit einer Dame zu tun gehabt, die ist hier auf die, die hat von sich behauptet, dass sie eben halt ein Erdenengel ist, dass sie nur auf die Erde gekommen ist, um allen Menschen Freude zu bereiten. Ja, ich kannte jetzt diese Dame schon etwas länger und saß jetzt in einer, ja, in einer Meditationsgruppe und dachte mir dann so leise, okay, aber warum hast du dann vier Ehen hinter dir, warst x-mal in der Psychiatrie, nicht, dass das was Schlechtes ist, und bist sehr manipulativ. Und dann habe ich dann so für mich so gedacht, nee, also mit Erdenengel hat das nicht viel zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass sich dieser Mensch, der ja nun viele Rückschläge in seinem Leben erlitten hat, ich habe das dann auch nicht korrigiert. Ich habe es dann für mich einfach gedacht, okay, lass sie dabei, wenn ihr das gut tut. Ja, und na, aber das ist einfach das Gefühl, ich tue jetzt etwas Gutes, ich tue jetzt etwas Richtiges. Und ich möchte eben halt anderen helfen, ich möchte eben halt nicht mehr die Fehler der Vergangenheit machen. Aber auch indem sich dann anderen gegenüber aufwertet und sich dann auch besser fühlt dadurch. Ja, und das ist, und ganz, ganz viel auf dieser Erde hat wirklich mit diesem Schubladendenken zu tun, in dem wir alles kategorisieren müssen. Und das hört sofort auf, wenn du deinen Körper verlässt. Ja, spannend. Und das Ja. finde ich, liebe Bettina, ist jetzt ein ganz, ganz tolles, ein ganz toller Schlusssatz auch gewesen. Es ist so informativ jetzt wieder, was wir besprochen haben und so spannend und ist sehr tief gegangen. Und ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Und es hat mir wieder eine Riesenfreude bereitet, mit dir zu sprechen. Danke dir für deine Zeit und für das Angebot. Sehr, sehr gerne. Immer gerne wieder, liebe Imke. Das merke ich mir. Hab noch einen wunderschönen Tag, liebe Bettina, und ich Du sag auch. auf ganz bald. Ja, Danke. danke. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dass du beim Zuhören genauso viel Freude hattest wie ich bei der Aufnahme oder während der Aufnahme.
und dass du für dich einiges Neues mitnehmen konntest, neue Erkenntnisse gewinnen konntest oder auch Aha-Momente hattest. Wenn du tiefer in das Thema eintauchen möchtest oder auch wenn du Fragen dazu hast, dann scheu dich bitte nicht, uns anzusprechen, anzuschreiben und wir versuchen dann so schnell wie möglich auf deine Fragen einzugehen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, denn dadurch können noch viel mehr Menschen sich mit diesen Themen, die doch so wichtig sind und oft mit so viel Angst noch immer behaftet sind, auseinandersetzen und dadurch, wenn sie darüber nachdenken und ja vielleicht auch ihre Sichtweise bezüglich Ängsten zum Beispiel ändern können, viel mehr Leichtigkeit in ihr Leben holen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen restlichen Tag oder Abend, wann immer du dir den Podcast angeschaut oder angehört hast, möchte mich noch einmal von Herzen bedanken für die Zeit, die du dir genommen hast, um in dieses Thema einzutauchen, den Podcast anzuhören und sag jetzt auf ganz bald, deine Imke.